herzlich willkommen zurück. Der Raum füllt sich noch, das ist schön. Herzlich willkommen auch Sie zu Hause. Schön, dass Sie auch wieder mit dabei seid oder ihr zu Hause. Ja, toll, dass ihr da seid. Ich sehe schon, die Ersten haben die Kopfhörer auf. Das ist jetzt genau das, was hier jeder braucht. Wir machen das Ganze hier wieder im Silent Mode. Also bitte jetzt alle die Kopfhörer aufziehen. Für euch zu Hause, keine Sorge, geht ganz normal weiter. Ist hier nur im Raum. Das heißt, wir machen einfach nur hier drin die Kopfhörer auf und dann könnt ihr uns gleich hören. Ich warte noch eine Sekunde, bis hier aus diesem wunderschön die... Genau, so, einmal aufsetzen. Die blaue Farbe habt ihr für dieses Panel hier. Blau ist unsere Farbe. Das heißt, ihr müsst in dem Moment auf blau schalten, weil sonst hört ihr von da drüben was. Ist auch bestimmt nett, aber vielleicht passt es besser zusammen, wenn ihr unser Event hier auch mit dem Ton hört. Also, ich sehe schon, genau, hier blinkt es etwas, aber es wird langsam. Kleinen Moment, bitte Geduld noch zu Hause. Das ist jetzt das Thema Experience vor Ort. Wir kriegen das bestimmt gleich hin. Alle Mikrofone sind noch offen. Ihr könnt mich alle noch hören, aber wir schalten gleich stumm hier drin, damit das Ganze etwas schöner noch direkter auf dem Ohr ist. Also, alle nochmal die Kopfhörer rausholen, aufziehen. Wie gesagt, wichtig, hier sieht man schon bei den Kollegen hier vorne, astrein, Daumen hoch auf blau, man kann uns hören. Also, ich würde sagen, wir legen jetzt los. Die Kopfhörer sind bei fast allen auf. Ich glaube, bei manchen tut es noch nicht ganz, aber das kriegen wir hin. Blaue Kopfhörer, die blinken, das ist dann richtig. So, dann geht es auch schon los hier. Jetzt ist der Moment, wo mich keiner mehr hören kann. Im Raum hier, aber ihr zu Hause könnt mich noch wunderbar hören. Ja, Today for Tomorrow, das ist so das Motto hier, also heute für die Zukunft, heute für morgen sozusagen. Klingt ein bisschen wie die weitere Serie von Zurück in die Zukunft. Eine kurze Frage, Zurück in die Zukunft. Wer von euch ist Fan davon? Ich bin Riesenfan. Fluxkompensator. Jawohl, da gehen die Hände hoch. Das hätte ich auch gerne gehabt, so ein Fluxkompensator. Ich sehe schon, das funktioniert ganz toll mit diesem analogen Hände hochnehmen. Frage an euch, wenn man mit einem Fluxkompensator in die Vergangenheit oder Zukunft fliegen könnte, wer von euch würde gerne in die Vergangenheit reisen und wer von euch in die Zukunft? Ich mache mal die kurze Frage, check. Wer von euch würde in die Vergangenheit reisen? Ja, da gehen relativ viele Hände hoch. Na, weiß man, was man hat, gell? Ja, da findet... Oh, Kohle zeigt da jemand an. Kohle, früher war Kohle da. Wer möchte gerne in die Zukunft reisen mit dem Fluxkompensator? Und wer kann gerade die Hände nicht hochnehmen, weil da schon Schweißflecken sind? Da bin ich auch am Start. Genau. Okay, also viele von euch würden tatsächlich in die Zukunft reisen, aber auch viele in die Vergangenheit. Was ich spannend finde, wenn man das Ganze jetzt junge Menschen fragen würde, Erwachsene unter 34, ich dachte, die meisten sagen einfach, ich will in die Zukunft. Da leben die ja in Zukunft. Das Interessante ist, laut der Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen würde aber über die Hälfte dieser jungen Erwachsenen lieber zurück in die Zukunft reisen und dort leben. Also nicht nur reisen, sondern leben. Das war vor 10 Jahren noch anders. Damals war es so ungefähr ein Drittel, das gesagt hat, ich will in der Vergangenheit leben und 2 Drittel haben gesagt, ich möchte in der Zukunft leben. Irgendwas ist passiert, irgendwie scheint die Zukunft nicht mehr so spannend zu sein. Das finde ich sehr schade, das wollen wir ändern. Und deswegen schauen wir mal, wie die Digitalisierung unsere Zukunft gestalten kann, wo wir da genau stehen, Überholspur oder lieber Standstreifen oder was man alles noch tun muss. Und genau darüber sprechen wir jetzt in unserem Reality-Check. Da müssen jetzt die Leute hoch. Das ist jetzt schön, die hören mich nämlich nicht. So, da kommen meine Gäste, sie dürfen es rhythmisch begleiten. Ja, das ist noch ein bisschen tricky hier auch mit uns, ne? mit dem Teamablauf. Wenn man mich nicht hört da unten, ist schwierig. Ich freue mich wahnsinnig auf mein Panel. Ich darf Ihnen ganz kurz oder euch mal ganz kurz meine Gäste vorstellen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Jörg Heiler, CEO von ThyssenKrupp Material Services. Schön, dass du da bist. Dankeschön, schön hier zu sein. Es ist besser, jetzt hört man sich wieder, ne? Ja, jetzt ist gut. Dann haben wir Markus Wambach, Boardmember von MHP, quasi auch einer unserer Gastgeber. Großen Applaus. Sozusagen fast Nachbar aus Ditzingen ist dann Thomas Speck, CIO von Trumpf. Schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank.
Und ich würde sagen, wahrscheinlich den weitesten Weg hierher gehabt von Berlin, von der Hauptstadt aus, nämlich Dr. Henry Bedera, CIO von Berliner Verkehrsbetriebe. Schön, dass du da bist. Hallo, danke schön. Ich hoffe, mit der Bahn trotzdem auch hergefahren, auch wenn es nicht mit dem ÖPNV, mit der eigenen geht, aber hoffentlich mit der Bahn. Intermodal, wie man so schön sagt. Intermodal, so gehört sich das. Auch ein gutes Stichwort. Ich mache eine kurze Fragerunde. Ihr habt es wahrscheinlich gehört. Ich habe die Frage gestellt, wenn man den Fluxkompensator hatte, ob man in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen will. Erstaunlich viele wollten auch in die Vergangenheit reisen. Ich fange mal bei dir an, Henry. Würdest du, wenn du reisen könntest, in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen? Und vor allem, was würdest du da erwarten? Gerne in die Zukunft und eine wirklich nachhaltige Welt zu sehen. Das ist interessant. So, Thomas, nachhaltige Welt in der Zukunft, wo geht's für dich hin? Ich würde in die Zukunft reisen wollen, gleicher Grund und auch in der Hoffnung, dass die Probleme, die wir gerade haben, sich auch irgendwann mal lösen. Das wäre spannend zu sehen. Das würde vielleicht auch motivieren oder demotivieren. Mal gucken, was wir heute beschließen in diesem Panel. Markus, wie ist es bei dir? Zukunft oder Vergangenheit? Ich würde guck noch mal in die Vergangenheit. Auf euer Motto. Ich würde in die Vergangenheit reisen, weil ich denke, dass wir die Weichen, die die Zukunft entscheiden, deutlich früher hätten stellen können. Und das würde ich gerne in der Vergangenheit glattziehen. Wow. Ich dachte, Jörg, ich mache es für dich am einfachsten, hast du Zeit, drüber nachzudenken. Aber jetzt hast du eine ganz schön schwierige Ausgangsposition nach den ganzen Antworten. Wie war es bei dir? Ich einige mich dann auf heute. Ich möchte gerne hier bleiben, weil ich habe es selbst in der Hand, ja, was zu verändern. Und wäre nicht besser, wenn wir jetzt heute da tatsächlich dahin gehen? Vergangenheit kann ich nicht mehr wirklich beeinflussen, aber ich kann es heute machen. Das sind wunderbare Aussagen. Ich würde sagen, das ist hier schon mal ein schönes Teasing. Vielen, vielen Dank. Steigen wir mal rein. Wir haben so ein bisschen Themenblöcke auch gebildet für euch. Natürlich müssen wir erstmal über den Status quo sprechen und der ist natürlich im Moment dominiert von diversen Krisen. Ich nenne das mal so. Die Eröffnung der Hannover Messe haben vielleicht einige gesehen. Olaf Scholz hat da gesagt, eines ist für mich ganz klar, die Pandemie und der Krieg nehmen der industriellen Transformation nichts von ihrer Dringlichkeit. Das heißt, in dem Moment hat er noch mal darauf aufmerksam gemacht, es geht wirklich auch um die Digitalisierung. Auf der anderen Seite haben wir jetzt natürlich trotzdem das Problem. Wir hören von Lieferengpässen, wir haben immer noch die Nachwehen von Corona. Bei Corona hat man gesagt, das war ein Beschleuniger der Digitalisierung. Ist die Situation jetzt so ein bisschen mehr Bremsklotz? Was würdest du sagen? Nee, ich glaube, auch die Ukraine-Krise führt dazu, dass wir die Digitalisierung vorantreiben müssen. Ich meine, heute finden noch Meetings statt, auch zu Supply Chain Disruptions. Ich glaube, daran sieht man ganz deutlich, dass das Thema Vernetzung, Kooperation ein der Hauptthemen ist und Digitalisierung ist eines der wichtigen Lösungen dabei. Wie seht ihr das? Also ist es eher so, jetzt muss man quasi noch mehr als vor einem Jahr oder zwei oder ist es jetzt gerade wirklich so ein bisschen die Bremspedale, die gedrückt werden? Nee, absolut. Also das Gegenteil ist aus meiner Sicht der Fall. Also Corona war ein Beschleuniger für die Digitalisierung und die Krisen, die wir zu bewältigen haben, meiner Meinung nach, führen zu einer weiteren Beschleunigung. Wir müssen unabhängiger werden. Wir müssen schauen, dass wir uns weiterentwickeln. Und aus dem Grund für mich ganz klar muss es weitergehen mit der Digitalisierung. Man hat ja gemerkt, in der Corona-Krise ist beim ÖPNV ist quasi die Hälfte der Fahrgäste mal weggebrochen. Man könnte ja sagen, da habt ihr mal Zeit gehabt, so ein bisschen euch umzustrukturieren. Wie weit habt ihr da auch wirklich nochmal neu angesetzt? Naja, fairerweise muss man ja sagen, der ÖPNV ist ja auch Daseinsvorsorge. Ne? Das heißt, wir sind voll weitergefahren, hatten aber leider nur die Hälfte der Gäste. Nichtsdestotrotz war es für uns auch eigentlich quasi so ein Impuls, wirklich zu sagen, was müssen wir jetzt anders tun, um die Dinge nach vorne zu bringen. Und ich glaube, das ist die große Chance, aus der wir auch lernen müssen. Also dieser Beschleunigungsmoment, da haben wir doch gelernt, dass wir alte Strukturen aufbrechen können, dass wir Sachen anders tun können, dass wir damit auch erfolgreich sein können mit Experimenten. Und das würde ich mir gern bewahren und jetzt sozusagen auch nutzen, um die Herausforderungen wirklich zu bewältigen. Mhm. Markus, wie ist es? Ihr habt ja auch den Überblick so als Berater über alle möglichen Branchen. Ist das wirklich so, dass im Moment gerade die Panik wegen Krieg und Lieferengpässen so groß ist, dass man andere Themen aus nachvollziehbaren Gründen nach hinten stellt? Also wir merken das Gegenteil. Es ist natürlich schon die Frage, wie komme ich jetzt aus der Krise, der Pandemie raus? Was habe ich gelernt? Und ich glaube, wir haben sehr, sehr viel in der Pandemie gelernt. Wir haben das Thema New Work, glaube ich, in einer Intensität besprochen und auch gelernt,
wie wir es ohne die Krise nicht gepackt hätten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass so schlimm das auch mag, sein mag, was jetzt aktuell passiert, auch mit den Ressourcen, Ressourcenverfügbarkeit, dass das neue Denkprozesse anstößt und dass wir die Chance haben, viele Sachen nochmal neu zu überlegen. Wir werden sicherlich mit unserer Energieversorgung uns Gedanken machen müssen. Wir müssen Lösungen finden. Wir werden uns auch überlegen, wie wir unsere Lieferketten zukünftig tatsächlich aufstellen. Wird es vielleicht einen Trend geben, weg zur Globalisierung? Das sind alles Gedanken, die geführt werden müssen. Wie die dann letzten Endes ausgehen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber wir spüren, dass die Unternehmen sich mit diesen Themen beschäftigen und unterstützen, glaube ich, durch alle Branchen hinweg diese Denkprozesse. Um mal ganz kurz so eine, das heißt ja auch Reality-Check, was wir hier machen, das stand in der Beschreibung drin. Ich habe mal geguckt, weil manchmal ist es so eine gefühlte Wahrheit. Man sagt, ach, das fühlt sich gerade alles so an, als wäre früher war alles besser und sowieso mehr Lametta. Aber es ist tatsächlich so, ich habe mal geschaut, der IFO-Geschäftsklima-Index in Deutschland, der war tatsächlich jetzt im März so tief, wie schon seit, also es ist so ungefähr der dritttiefste Zeitpunkt. Es war nur Corona noch schlimmer, der jetzt in den letzten Jahren passiert ist. Und es lag daran, dass man eben steigende Energie- und Einkaufspreise hatte. Aber natürlich auch Verschärfung der Lieferkettengesetze und so weiter. Wir haben ein Stück weit durch die Globalisierung, muss man auch sagen, spüren wir deutlich die Souveränität hier aufgegeben. Kann man denn jetzt überhaupt noch sagen, so weg von in die Welt, wieder zurück vor der Haustür oder wenigstens in Europa, oder ist es einfach gar nicht mehr möglich, gerade die Lieferketten wieder neu aufzustellen, und vor allem, wäre das überhaupt sinnvoll? Ich gebe es einfach in die Runde, wer sich gerade angesprochen fühlt, hoffentlich wenigstens einer von euch, gerne mal antworten. Fange ich mal ein bisschen von der Industrieseite an. Ich glaube, die Ukraine-Krise mit den ganzen Sanktionen, die dahinter sind, man muss berücksichtigen, dass ein Großteil der Rohmaterialversorgung aus der Ukraine und Russland kam. Die war von heute auf morgen weg. Man hatte befürchtet, dass es zu großen Ausfällen kommen in der Stahlbranche, Ausfälle in den Produktionsketten. Man hat aber gesehen, dass es innerhalb von sehr kurzer Zeit, und wir reden hier nur für 4 Wochen, unterschiedliche neue Lieferketten aufzubauen im Rohmaterialbereich, tatsächlich möglich war. Und ich glaube, gerade diese Agilität, Flexibilität in dem Markt zu erzeugen, ist ein Rahmen von Digitalisierung und Kooperationsgedanken. Und deswegen, ich glaube sehr wohl, dass dieses Nearshoring wird eine bestimmte Bedeutung kriegen. Mhm. Und andere Länder haben angefangen. Australien hat mit dem Nearshoring schon während der Corona-Krise angefangen. Mhm. Ja, wenn ich da einhaken darf, jetzt die IT-Brille. Bei uns ist es so ganz klar, dass wir das Thema Globalisierung, Internationalisierung auch von IT-Strukturen weitertreiben werden. Das heißt, vom Prinzip her ist Gegenteil der Fall von wir holen alles wieder zurück, sondern das Thema überregionale Zusammenarbeit, Globalisierung, Kooperation von IT-Organisationen, das ist der Schlüssel, auch um zukünftige Betriebsmodelle fahren zu können. Und dabei eben agil und schnell zu bleiben. Also das ist ganz klar Priorität. Und was uns hier eben, oder für uns die größte Herausforderung ist, die notwendigen Skills zu bekommen. Das Thema People, Weiterentwicklung der Menschen und eben die Organisation zu verändern, dass wir auch global agieren können. Das sind die Herausforderungen und ganz klar dabei die Risiken der individuellen Märkte im Auge zu behalten. Decoupling-Modelle zu erarbeiten, falls die Krisen sich ausweiten, dass man eben darauf auch reagieren kann als IT. Ich würde es mal anders formulieren. Die beiden Punkte finde ich total gut, aber vielleicht ein bisschen Salz in die Suppe zu bringen. Ja? Muss ich glaube ich schon sagen, dass wir daraus noch lernen müssen. Also wir waren, glaube ich, als Bundesrepublik teilweise blauäugig unterwegs. Also wenn man heute guckt, die Paradigmen, die wir uns damals gesetzt haben und denen wir gefolgt sind, das war teilweise blauäugig. Und ich glaube, egal welchen Weg wir jetzt nach vorne gehen, Nearshoring, Offshoring, was auch immer, das müssen wir intelligenter machen, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Teilweise blauäugig ist noch schön ausgedrückt, glaube ich. Aber wir merken einfach, damals muss man ja auch ehrlich sagen, wir haben nachher auch nochmal ein Panel für alle, die jetzt auch zugucken und sagen, ah, Lieferketten würde ich gerne mehr erfahren, haben wir heute Nachmittag nochmal ein Panel für Sie auf jeden Fall. Deswegen gehen wir hier nicht ganz so genau drauf ein. Aber es ist ja was, es war sehr preisgetrieben. Es waren die Low-Cost-Länder, deswegen ist man eben in diese Region gegangen. Und deswegen haben wir jetzt vielleicht auch einen Nachteil in der Welt. Jetzt wollen wir nämlich mal gucken. Es heißt ja Reality-Check hier, was wir machen wollen. Und wir haben gefragt, Digitalisierung auf der Überholung.
Überholspur. Auch hier habe ich mal wieder keine gefühlten Fakten, sondern einfach statistisch erhobene Fakten. Und zwar gibt es eine aktuelle Erhebung vom Forschungsinstitut European Center for Digital Competitiveness. Und da werden einfach verschiedene Länder in Europa, sind ja 47, mal durchgeguckt und gesagt, hier Faktoren Angebot für Risikokapital, technologische Kompetenzen der Bevölkerung und auch die Veränderungsbereitschaft. Was würdet ihr tippen, wo sind wir gelandet bei den 47 Ländern? Ich sag mal so, es war nicht einstellig. Was würdet ihr sagen, wo sind wir ungefähr? Das kann ich nicht sagen, aber das deckt sich natürlich auch mit unserem Gefühl. Und das ist das, was wir merken. Ich würde sagen, dass es aber auch historisch bedingt ist. Wir sind früher mal eine Nation der Denker und Dichter gewesen und sind in der jüngsten Vergangenheit sehr, sehr stark über das Engineering gekommen. Mhm. Über das Engineering von Produkten. Und es war auch relativ einfach. Wir haben ein Produkt perfekt entwickelt, bis ins kleinste Detail. Du musst, glaube ich, ein kleines bisschen mit dem Mikro näher. Wir haben, wir haben Produkte entwickelt, bis ins kleinste Detail und haben sie dann zum Kunden gegeben. Mhm. Und das Maximale, was wir gemacht haben, wir haben ein After-Sales-Programm aufgestellt. Die Welt funktioniert heute so nicht mehr. Und wir müssen unsere Denkmuster auch daran adaptieren. Wir müssen agiler werden. Insofern ist das, was jetzt vorher auch gesagt wurde, die Krise in der Ukraine zwingt uns dazu, schneller und flexibler zu werden. Und es kann uns Deutsche nur helfen, diesen Denkprozess in Richtung Softwareentwicklung, in Richtung Services, in einer permanenten Entwicklungsschleife, in Geschwindigkeit zu denken, nicht immer nur null Fehler, sondern ein Produkt abzugeben, was weiterentwickelt werden kann, was dem Kunden auch noch mehr Spaß gibt über die Laufzeit des Produktes. Ich glaube, das ist was wir lernen müssen und so erklärt sich auch der Platz, auf dem wir uns momentan befinden. Und das ist auch das, was bei unserer Studie in dem Industrie 4.0 Barometer rausgekommen ist, dass wir einfach hinten anstehen. Wir müssen lernen und insofern sehe ich das mit der Ukraine-Krise jetzt nochmal als zusätzlichen Trigger für uns in Deutschland, uns auch noch mal schneller und deutlich besser weiterzuentwickeln. Mhm. Du hast im Prinzip die Frage vorne weggenommen, die ich mit meiner gemeinen Frage, ich hätte es nicht sagen können. Ich hab echt auch überlegt gehabt, wo liegen wir da wohl? Es ist tatsächlich Platz 17 geworden, wir sehen sich ganz, also ich sag mal so, besser als beim Eurovision Song Contest, aber auch nicht so, dass man sagt, Mensch, da stehen wir vorne dran, so wie wir Deutschen uns gerne sehen. Wir sind ja die Dichter, Denker, die Ingenieure, da sind wir nicht. Ich habe die Frage, jetzt gebe ich gleich in die Runde, würde es aber auch gerne hier mit reingeben. Gerne mitdiskutieren, wenn jemand eine Frage hat. Ich gucke immer wieder zu euch. Ich würde auf jeden Fall, also mindestens einer muss mir den Gefallen tun, dass ich dieses Ding heute mal werfen darf. Also wenn jemand eine Frage hat, einfach gerne oder mitdiskutieren will, einfach gerne die Hand heben. Ich gucke immer wieder zu euch. Ich würde gerne auch von euch wissen, was glaubt ihr, woran hängt es am meisten? Warum sind wir auf Platz 17? Also wer da mitmachen will, einfach kurz Hand heben. Ich gucke immer wieder zu euch und bitte tut mir den Gefallen, ich muss es mindestens einmal werfen heute. Ich gehe aber nochmal rüber zu euch. Was würdet ihr sagen, Platz 17, was sind denn wirklich so, also es waren Risikokapital, technologische Kompetenzen der Bevölkerung, Veränderungsbereitschaft, wo hakelt es denn am meisten bei uns? Aus meiner Perspektive ist es wirklich kulturgetrieben. Ähnlich wie Markus sagte, ja, wir sind Dichter und Denker und neigen zu Perfektion. Ein Ansatz aus 80-20 ist jetzt nicht wirklich in unserer deutschen Industrie verankert. Ja, wir diskutieren uns gerne zu Tode und haben dabei auch den Anschluss verloren. Ja. Mhm. Apropos Anschluss. Schauen wir mal ganz kurz. Ja, der musste kommen. Ich habe eine Bahncard 50, ich fahre viel, ich leide viel und ich freue mich viel über die Bahn. Ihr seid ja aber nicht die Deutsche Bahn, aber ihr gehört natürlich auch zum Schienenverkehr. Ich habe trotzdem mal geguckt, weil du sagst, ja, wir reden ein bisschen viel drüber und wir machen fast zu wenig. Man hört immer, ja, wir können ja nicht von heute auf morgen Schienen verlegen. Das stimmt. Ich habe dann aber mal geguckt, na ja, wenn man das intelligente Netz draus bauen würde, die digitalisieren würde, dann wäre ja auch mit Sicherheit mehr Effizienz drin. Im Moment gerade sind 340 Kilometer des Schienennetzes digitalisiert. 340 Kilometer, das ist sage und schreibe 1% des Gesamtschienennetzes in Deutschland. Henry, tu mir einen Gefallen und sag, bei euch in Berlin sieht es ein bisschen besser aus. Es sieht in der Tat besser aus, ja. Ich kenne jetzt nicht die genaue Zahl, aber es ist schon so, das zeigt ja auch dieses 9-Euro-Ticket gerade, wir sind in der Lage, im öffentlichen Nahverkehr, in den urbanen Räumen, deutlich mehr Kapazität aufzufangen. Ja. Die Herausforderung ist wie immer irgendwie diese Lasten, die man morgens hat mit dem Schülerverkehr und abends in der Rush-Hour. Aber auch das muss man gar nicht technologisch lösen, sondern das können wir eigentlich in der Gesellschaft lösen. Wir können auch Paradigmen, die wir uns gesetzt haben vor 100 Jahren, anpassen auf die Zeit und auf die Bedürfnisse, die wir heute haben. Wenn ich aber kurz einhaken darf, weil wir hatten es in der Vorbereitung drüber. Ich bin auch leidgeprüft. Ich war vor 2 Wochen in Dresden
Zugfahrt 11 Stunden. Wo wohnst du denn? Wie bitte? Wo wohnst du denn? Start in Karlsruhe. Ach so, von daher, ja, da fahren halt die Züge. da fahren genug. Es ist nicht immer so mit der Bahn. Ja, aber worum es mir geht, dass wir in Infrastruktur investieren müssen. Ja, das ist ja ein No-Brainer, dass unsere Autobahnen erneuert werden müssen, dass wir Brücken erneuern müssen. Aber was mich an der Stelle geärgert hat, ist das Thema, ein Fahrplan ist planbar. Das heißt, die Baustellen, die sind geplant. Die sind ewig da und dass ich und jetzt ich mal als Kunde, und das ist das Thema Digitalisierung, dass wir einfach nicht ready sind, dass ich in einem Fahrplan nicht sehe, ja, dass da eine Baustelle abgebildet wird und ich meinen Plan daran ausrichten kann. Und das ist ein Beispiel für fehlende Digitalisierung. Wir machen KI für Maschinen, ja, wir entwickeln Digitalkonzepte und sind nicht in der Lage, einen gescheiten Fahrplan abzubilden. Mhm. Das ist kein Blaming in deine Richtung, aber einfach das Thema Digitalisierung, auch wie wir gesellschaftlich damit umgehen, ich finde, da sind wir echt rückständig. Mhm. Ja, Lieblingsthema auch von mir, man steht an der Bahn dran und hat ja immer auf dem, ist toll, manchmal funktioniert es, man klickt auf die App und dann sieht man, in welchem Abschnitt man steht. Dann kommt aber irgendwie der Zug aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen genau andersrum und man steht vorne, wenn man halt mal erste Klasse fahren darf, muss man komplett auf die andere Seite wieder rüber, ist es auch schön. Aber da frage ich mich, weil das ist ja auch tatsächlich dieses Thema Infrastruktur, damit versuchen wir auch viel Effizienz reinzubringen. Wie ist das denn, Markus, das Thema Effizienzsteigerung, wenn du mal so durch die Branchen durchguckst, Digitalisierung, da hatte man ja sehr große Erwartungen noch vor ein paar Jahren. Würdest du sagen, wenigstens da sind wir jetzt auf der Überholspur und sind schon mal echt gut geworden oder geht da noch was? Also da geht auf jeden Fall was. Wenn wir das jetzt mal runterbrechen auf die Produktion, es ist sicherlich so gewesen, dass man irgendwann 2015, 2012 mal angefangen hat, mit einzelnen Themen zu starten und diese zu verbessern. Mittlerweile, es wird kein Ende geben, das müssen wir auch lernen. Das ist eine Reise. Aber ich glaube, dass wir mittlerweile so weit sind, wenn wir über die Produktion reden, dass wir zumindest wissen, wo die Reise hingehen soll. Wir haben einen Nordstern entwickelt und können uns auf der Unternehmensebene, glaube ich, sehr, sehr gut entwickeln. Und ich glaube, dass wir es auch gelernt haben, ein Stück weit zu fokussieren. Was hier angesprochen wurde, das ist sicherlich die Infrastruktur. Und die Infrastruktur hinkt den Bemühungen der Unternehmen meines Erachtens deutlich hinterher. Das merken wir nicht nur im Schienennetz, das merken wir auch, wenn man telefonieren möchte in der Bahn, das merkt man, wenn man telefonieren möchte auf der Autobahn, das merkt man, wenn man zu Hause einen schnellen Internetanschluss haben möchte, Glasfaserkabel, das ist teilweise ein Ding der Unmöglichkeit. Und wir müssen schauen, dass wir jetzt auch von den Rahmenparametern mit unseren Ländern, die momentan vor uns liegen, inklusive auch der Bildung, dass wir da aufholen. Und das ist, glaube ich, die größte Aufgabe, die größte Challenge. Und da mache ich mir weniger Gedanken und Sorgen um die Unternehmen, sondern viel, viel mehr um die Rahmenparameter um die Unternehmen herum. Das Rahmenparameter und Infrastruktur, wir haben eine Frage. Ich mache sofort, kannst da sitzen bleiben. Ich mache noch eine Frage kurz dazu und dann werfe ich. Schade, dass du nicht da hinten sitzt. Ich wollte so voll einmal über die Köpfe drüber werfen. Genau, bleib ruhig sitzen. Ich werfe gleich rüber. Aber da würde ich gerne mich einsteigen, weil du sagst, ja, wir machen so viel, aber gefühlt so holistisch funktioniert das nichts, weil es nicht ineinander greift. Ich habe ja schon vorgewarnt, ich habe bei euch auf den Webseiten ein bisschen durchgeguckt und habe gesehen, bei euch steht auf der Webseite, die Digitalisierung begreifen wir nicht als Business-Strategie, begreifen wir hierbei als Business-Strategie und nicht als reine IT-Strategie. Jörg, was gehört denn jetzt dazu, um diesen holistischen Ansatz zu machen? Also wenn es jetzt nicht darum geht, dass man nur die Maschinen schneller kriegt, was ist das denn, worauf man gucken muss? Ja, bei uns ist tatsächlich das Credo No Business Without IT und No IT Without Business. Ja, die Kooperation und die partnerschaftliche Zusammenkunft ist bei uns wesentlich. Und wir sind auch hier in der gemeinschaftlichen Verantwortung, jetzt das Ganze zu fördern. Es geht nicht so schnell, wie wir gerne möchten. Aber gerade, sag ich mal, das alte Paradigma, was wir hatten, IT ist ein Fulfillment-Bereich, der lebt bei uns nicht mehr, sondern wir haben die Partnerschaft dabei. Und das treiben wir uns ganz klar, auch in den Strukturen, in den agilen Themen, die wir dann dabei haben. Und das für uns momentan, alle Leute, die jetzt momentan bei uns mit dem Projekt sind, die sehen das, dass dann Druck durch unsere Organisation auch geht. Und das ist genau den Weg, den wir erreichen wollen. Mhm. Versuche jetzt gleich mal zu werfen. Also ich finde es interessant, wir gehen gleich nochmal weiter auf diese Themen. Worauf kommt es denn an, wenn wir digitalisieren? Wir reden immer über die Digitalisierung, als wäre es klar, was wir damit meinen. Wir gucken gleich nochmal genauer hin.
Fotograf, du lebst gefährlich gerade. Ich werfe jetzt einfach mal. Ja, 1A. Und jetzt drücke ich drauf. Ah, ich ja, es geht schon, genau. Technik, die begeistert. Jawohl. Einen Aspekt würde ich noch gerne mit reinbringen. Die Infrastruktur, sei es jetzt die Schiene, sei es die Autobahn, Connectivity ist natürlich mein Herzthema, ja. Sag mal, grenzübergreifend telefonieren zu können. Ich glaube, wir sollten nicht nur auf Deutschland, auf irgendwelche Regionen gucken. Eigentlich müssen wir im ersten Schritt auf Europa gucken. Die Metro Europa zum Beispiel, ja, das wäre echt mega, wenn wir sowas hätten. Natürlich, Connectivity allein in Deutschland hinkriegen, ist schon eine Herausforderung. Wenn man aber eben sieht, wie andere Länder das hinkriegen. Ja, in China fahren die Züge doppelt so schnell. Man kann durchweg telefonieren. Man kriegt es hin. Und ich glaube, das sollten wir uns bei anderen angucken. Und von hier, von Deutschland aus, auch groß denken und ganz Europa auch nochmal angucken. Und ich glaube, die IT-Infrastruktur, ist was du gerade eben gesagt hast, von Trumpf aus, ich glaube, das ist schon der richtige Gedanke, dass man quasi die materiellen Sachen, die wirklich handhabbaren Sachen, ich glaube, das wird sich jetzt verändern. Aber diese IT-Think-Big-Gedanken, das müssen wir auf jeden Fall weiter stressen. Dafür mal einen Applaus. Vielen, vielen Dank für den Wortbeitrag. Ups. Oh, ja. Das klappt doch super. Falls noch mal jemand möchte, es macht echt Spaß. Und toll, ja, vielen Dank. Das stimmt, das Thema Infrastruktur ist das eine. Das Thema Connectivity, du hast gerade angesprochen, das passt perfekt in die nächste Frage rein, beziehungsweise auch in das, was bei euch, Thomas, auf der Trumpf-Website steht. Da stand nämlich, die Maschinen einfach schneller arbeiten zu lassen, ist falsch. Stattdessen sollten sie ihren Gesamtprozess digitalisieren und auf Industrie 4.0 setzen. Worauf kommt es denn konkret an und wie gut seid ihr denn in 4.0 Industrie? Also ich würde uns in der Selbsteinschätzung da schon eine gute Note geben wollen. Also wir sind bei der Implementierung und beim Design von Smart Factory Lösungen meiner Meinung nach schon leading. Das heißt, Maschinen miteinander vernetzen, die ganzheitliche Produktionsansätze zu supporten. Würde ich sagen, das sind wir ganz gut. Das Thema Maschinenleistung, irgendwann erreichen wir halt ein Level, wo, sag ich mal, auch die Power eines Lasers nicht mehr ausschlaggebend ist, sondern am Ende des Tages geht es um die Optimierung der Maschine, die Software, die drauf läuft, Unterstützung des Werkers, wenn er mit der Maschine arbeitet, die Vernetzung von Maschinen, Produktionsabläufe automatisieren und die komplette Wertschöpfungskette am Ende des Tages abzubilden und die zu begleiten, zu monitoren über Remote Services. Das unterstützt dann die Unternehmen tatsächlich, Ausfallzeiten zu reduzieren und nicht tatsächlich die Power der Maschine, sondern wir interagieren Maschinen miteinander. Wir haben das Thema Konnektivität angesprochen bekommen. Also das sind die Treiber bei uns und dazu muss eben auch die Ingenieure, die Maschinen bauen und die IT eng zusammenarbeiten, weil eben das Domänenwissen mit der Infrastruktur einer IT dann zusammenspielen muss. Mhm. Und wenn ich ergänzen darf, ihr denkt in neuen Geschäftsmodellen mit Partnern, mit der Münchner Rück. Also insofern löst ihr euch auch von dem Produktgedanken und geht in das Servicegeschäft rein. Also insofern würde ich auch unterschreiben, dass ihr da sehr, sehr gut unterwegs seid. Da haben wir ja in Chicago, habt ihr, glaube ich, eure Smart Factory. Genau, die Smart Factory. Genau. Das ist interessant, dass ihr das auch, obwohl ihr hier im schönen, wunderschönen Ditzingen auch unterwegs seid, ihr habt es in Chicago erstmal realisiert. Da gucke ich natürlich rüber und denke mir, wieder nicht in Deutschland, schade. Ich hätte so gerne so mal so ein Vorzeigeprojekt in Deutschland. Markus, wir haben natürlich jetzt alle auch in den letzten Wochen gesehen, apropos Deutschland, wir denken ja immer, wir sind der Automobilmarkt. Es wird aber immer mehr Softwarehersteller versus Automotive OEMs. Wir haben gesehen, Apple CarPlay, das war ein Kracher, es war ein Paukenschlag. Ich glaube, einige sind zusammengezuckt, als sie das gesehen haben. Wie stehen wir denn da? Ihr seid ja auch viel in der Automobilbranche unterwegs. Haben wir denn da noch eine Chance auf die, wenn nicht Überholspur, sondern wenigstens auf die Digitalspur zu kommen und da auch wirklich mal marktführend zu sein? Also ich glaube, dass es jetzt für die deutsche Automobilindustrie und für die Automobilhersteller generell keine riesengroße Neuigkeit war, weil man weiß, dass Apple unterwegs ist. Apple ist vielleicht dabei, ein Auto zu bauen. Die einzelnen Stufen von Apple CarPlay, die sind bekannt. Die Anbindung an die Autos sind auch bekannt und dass das weitergeht. Ich glaube, es ist keine riesengroße Überraschung. Und es gibt ja zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist die Kundenperspektive und ich glaube, die
hat Apple ganz gut im Griff. Und es geht ja nicht nur um eine Oberfläche, sondern Apple bietet ja mit der Konnektivität eben auch Content auf der Oberfläche. Und diesen Content, den können wir, jetzt spreche ich mal über die deutsche Automobilindustrie, nur begrenzt bereitstellen. Aber auch das ist ein Ansporn für uns, da weiterzuentwickeln. Und diese Schnittstelle zwischen dem Fahrer und dem Bildschirm, die erste Schnittstelle, wirklich nicht aus der Hand zu geben. Und ich glaube, da gibt es auch Lösungen. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir als Premium-Hersteller diese Schnittstelle nicht preisgeben wollen, weil es durchaus auch das Gesicht zum Kunden ist, die wir nicht einfach aufgeben können. Und es ist ja auch so, dass wir dann innerhalb des Systems Schnittstellen bauen müssen, damit das Apple CarPlay überhaupt so funktioniert. Das heißt, wir müssen uns öffnen. Am Ende bleibt die Frage, wie stark ist der Kundendruck? Und am Ende ist es auch die Frage, wie nutze ich das Auto? Wenn ich irgendwann mal dahin komme, dass ich nicht mehr mein eigenes Auto habe, sondern dass ich nur noch eine Hülle habe, in die ich mich zur Fortbewegung setze, dann wird es für mich sehr, sehr einfach sein, einfach einzusteigen und ich habe immer meine selbe Oberfläche. Und da ist natürlich ein Apple mit der Oberfläche klar im Vorteil. Mhm. Aber es sollte einfach für uns ein Ansporn sein, da nachzulegen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir das können. Also wird es nicht quasi eine einzige CarPlay oder Oberfläche geben, sondern wir haben da auch noch eine Markenvielfalt hoffentlich drin, die aus Deutschland gesteuert wird. Das glaube ich, da bin ich fest überzeugt. Das ist ein USP und ich glaube, dass wir den einfach nicht. Und ich bin auch nicht davon überzeugt, dass jeder User das haben möchte. Was, glaube ich, aber jeder User haben möchte, und ich kann nur unterstützen, dass aus China das Beispiel, oder Taiwan war ich auch vor ein paar Jahren, da war ein Riesenbuhau am Bahnhof und ich habe erstmal gar nicht verstanden, was da los war und dachte, so irgendwelche Durchsagen, so ich dachte, um Gottes Willen, hat mal wieder irgendjemand einen Koffer, Terroranschlag. Nein, die Bahn kam 2 Minuten zu spät, deswegen war da kurz so ein bisschen Aufruhr und ich dachte, ach, da gibt's, bei uns ist eher so 2 Minuten, yay, hey, wir sind fast pünktlich. Deswegen, ich glaube, dass man auch da ganz viel machen kann, gerade wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, spielen natürlich klar die Elektrifizierung rein, Wasserstoff, alternative Antriebe, aber eben auch ganz stark der ÖPNV. Intermodalität hast du schon gesagt. Warum haben wir denn noch nicht so ein seamless System in Deutschland? Kommt ihr untereinander einfach nicht klar oder ist es zu schwierig, weil es keine Gesetzregelungen gibt? Oder was muss jetzt getan werden, dass wir wirklich so eine seamless Mobility haben? Also ich glaube ganz erstmal, dass wir das gerade erleben, dieses 9-Euro-Ticket, das ist halt eine super Disruption. Ja, das ist halt einfach super einfach. Jetzt sind wir natürlich als Verkehrsbetriebe schon der Meinung, dass 9 Euro damit einmal komplett durch Deutschland fahren jetzt nicht den Wert widerspricht, den man dafür bekommt. Aber grundsätzlich hat es quasi einmal in Frage gestellt, wie wir organisiert sind. Von daher ist das so eine typische Disruption, die, glaube ich, den Markt einmal umbrechen wird und uns Chancen gibt, neu zu denken. Das Spannende ist eigentlich, so viele Menschen reisen gar nicht von Stadt zu Stadt, sondern das meiste an Mobilität passiert ja innerhalb des eigenen urbanen Mobilitätsraums. Ja? Also hier in Ludwigsburg, in Stuttgart, in München, in Berlin. Und ich glaube, da kommt es eigentlich drauf an. Und da würde ich ganz gerne drauf eingehen, auf das CarPlay-Thema. Wir denken nach wie vor so wahnsinnig stark in den Archetypen von Industrien. Also Automotive, ÖPNV, New Mobility. Ich glaube, das Spannende ist eigentlich, dass wir wegkommen und über das Bedürfnis an Mobilität reden. Also die Bürgerinnen und Bürger, die wollen ja irgendwie von ihrer Wohnung zu Hause zur Arbeit kommen, zu einer Musikveranstaltung, zu so einem Festival. Und ich glaube, das muss die Lösung sein. Ne? Also die Frage ist, dabei, auch jetzt, das sage ich auch als ÖPNV-Vertreter, es ist doch am Ende des Tages total okay, wenn die Kundinnen und Kunden mal ein Auto nehmen, dann den ÖPNV, dann mal das Fahrrad nehmen. Und da eine seamless Integration, das ist eigentlich quasi, dass ich das bekomme als Mobilitätslösung, was ich gerade brauche. Ich glaube, dann sind wir einen Schritt weiter und daran arbeiten wir auch in Berlin. Das wäre auch so das Thema Nachhaltigkeit, sehe ich übrigens genauso wie du, weil ich meine, wir haben natürlich Wirtschaft, die muss ja auch kompetitiv sein und natürlich ist es auch so, dass jeder das beste Angebot machen kann. Wenn das im Interesse der Zielgruppen steht, bin ich da bei dir. Wir haben aber halt natürlich nur eine einzige Welt, in der wir leben. Das heißt, wir müssen den CO2-Footprint senken. Ich bin ja ein Fan von Studien und Zahlen, das wisst ihr ja. Ich habe geguckt, aktuelle Bitkom-Studie sagt, der CO2-Footprint kann durch Digitalisierung bis 2030 um 41%, also nicht ganz die Hälfte, aber eine Riesenzahl, gesenkt werden. Was würdest du sagen, wo sind da die Stellschrauben, wo müssen wir ran? Ist es die Fertigung, ist es die Mobilität, ist es das Material, sind es die Gebäude, wo? Ich nehme alles das, was du gerade eben gesagt hast. Nee, dann mach wenigstens eine Reihenfolge draus, Jörg. Ich mach mal eine gewisse Reihenfolge. Denk mal jetzt unser Materialgeschäft. Digitalisierung und CO2-Reduzierung fängt ja bei uns an. Ich muss nicht mehr in Menge denken. Ja? Wir müssen daran denken, die Ressourcen, die wir haben, effizient zu nutzen. Je mehr ich mich miteinander verbinde, je mehr Verfügbarkeit und transparent ich sorge
umso besser kann ich auch Material erzeugen und auch nur in dem beschränkten Maße tatsächlich zur Verfügung stellen. Das Thema Transport dabei, logistische Ketten aufzubauen, wie der Kooperationsgedanken in der Industrie muss ja ganz anders geführt werden, auch wenn es am Ende des Tages uns schadet. Ja? Ich will nicht mehr Menge verkaufen, sondern ich möchte effizient verkaufen. Und das Gleiche betrifft dann auch Logistik oder Produktionsmöglichkeiten von Trumpf. Ich muss dafür sorgen, dass eine Maschine vernünftig genutzt wird und nicht nur eine einschichtige Auslastung. Das ist wie Perlen vor die Säue geworfen, Entschuldigung, wenn ich dazu sage. Aber warum nicht mehr zusammen kooperieren und damit dann natürlich auch den CO2-Footprint zu senken? Ja? Gute Frage. Müsste man jetzt noch beantworten, aber es ist eine gute Frage, das so anzugehen, zu sagen, man macht vor allem smarte Systeme. Ich glaube, das ist das, was wir in Deutschland auch noch nicht ganz so dolle haben. Also so richtig smart sind wenige Sachen. Aber jetzt müssen wir da mal ganz kurz zum Schluss. Also falls noch mal jemand die Frage hat, falls jemand noch eine Frage hat, die Chance hier mit dem Ball abgeworfen zu werden, wäre noch da. Also falls jemand was beitragen möchte, gerne jetzt noch mal. Ich gucke rum. Nee, keiner traut sich. So schlecht werfe ich nicht. Aber gut, dann habe ich noch mal eine Frage, weil wir reden ja gerade auch ganz viel über so Einzelteile. Ich meine, es ist ja ein Gesamtpuzzle. Digitalisierung ist ja nicht irgendwas, was man jetzt kaufen kann und sagen kann, ich nehme zwei davon, sondern das muss man kreieren, da braucht man eine Strategie. Ich höre ganz viel von, man braucht KI, man braucht daraus folgend IIoT, man braucht vielleicht jetzt sogar ein Metaverse, man braucht was weiß ich was. Gerade so an die Verantwortlichen, auch mal so ein bisschen an die CIOs geschielt. Was würdet ihr den Leuten raten zu sagen, wenn ihr jetzt Digitalisierung ernsthaft verbessern und auch ein Stück weit hochschrauben wollt, worauf muss man da achten jetzt? Was sind die Techniken? Mache ich mal den Anfang. Also ich kann es relativ kurz machen und das versuche ich bei uns auch ein Stück weit jetzt in die Köpfe reinzubringen. Relativ platt einfach mal die Systeme, die man heute am Start hat, richtig zu nutzen. Ja, das heißt nicht von Innovation zu Innovation hechten und versuchen hinter jedem Einhorn hinterher zu rennen, mal ganz platt, sondern mal das, was man jetzt über viele Jahre angefangen hat aufzubauen, das jetzt in eine saubere Umsetzung zu bringen, die Adoption zu erhöhen, die Durchdringung im Unternehmen, dann hat man schon viel gewonnen. Wir neigen dazu, die Dinge nicht abzuschließen, sondern immer von Innovation, von Technologie zu Technologie zu springen. Und ich bin der Meinung, das ist der falsche Ansatz. Das heißt nicht, wir sollen aufhören, innovativ zu sein, aber mal die Dinge zum Ende zu bringen und darauf aufzubauen. Und dann würde ich sagen, würden wir auch die Geschwindigkeit aufnehmen, die du auch angesprochen hast, die uns heute fehlt. Genau, dem würde ich mich anschließen. Fokus ist, glaube ich, ganz entscheidend. Aber das Thema auch, was ist unser Zielkorridor oder nach welchen Zielen steuern wir eigentlich? Ich glaube, ich habe das Gefühl nach wie vor, dass wir Innovation als Thema haben, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit schwingt irgendwie auf derselben Ebene immer mit, so als Querschnittsthema. Und wirklich aber auch zu sagen, Nachhaltigkeit ist jetzt das Top-Thema und als IT sind wir heute nicht mehr der Kostentreiber des Unternehmens, ne, sondern quasi, wir sind wirklich im Wert, wir haben Platz am Tisch bekommen. Ja. Und ich glaube, diese Chance zu nutzen und wirklich dafür zu helfen, mit dem, was da ist, Daten, Systeme, das, was wir machen, voranzubringen. Ja. Also ein ganz einfaches Beispiel, wir müssen gar nicht in Infrastruktur investieren. Wir haben einfach die Daten genutzt bei uns in der BVG und geguckt, wie können wir denn unsere Routen der Busse optimieren, wie können wir das Fahrverhalten der Fahrerinnen und Fahrer verbessern. Da kommt ein zweistelliger Prozentsatz raus an Spriteinsparungen. Das sind einfach Sachen, die, da muss ich gar nicht zusätzlich investieren, sondern ich nutze, wie Thomas auch gerade so gesagt hat, einfach das, was da ist. Und ich glaube, der Fokus muss da sein, dann kommen wir auch voran. Also ein Stück weit Hausaufgaben machen steht jetzt vor allem an, bevor man jetzt die ganz kreativen, verrückten Ideen angeht. Wir sind leider schon am Ende des Panels. Ich würde gerne nochmal diese Einstiegsfrage nehmen. Ihr seid ja in verschiedene Jahre gesprungen. Teilweise, Jörg hat gesagt, ich springe gar nicht, ich bleibe einfach direkt hier und cruise dann mit dem Auto so rum. Ist auch eine schöne Idee. Aber wir springen jetzt alle mal gemeinsam ins Jahr 2030, weil es war ja die Frage, Digitalisierung auf der Überholspur. Da haben wir jetzt noch 8 knappe Jährchen. Jörg, wo stehen wir da in Deutschland? Wie sieht unsere Welt 2030 aus und wo steht Deutschland? Ich hoffe, nachhaltiger als heute. Fangen wir damit mal an, weil das muss das Ziel sein, um auch die bessere Zukunft zu schaffen. Persönlich hoffe ich auch darauf, dass wir viel mehr zusammenarbeiten und bestimmte Grenzen überwinden und einen offenen Austausch haben, um das, was wir haben, besser zu nutzen. Das hoffe ich, da fahre ich dann mit oder fliege mit. Oder was sagt man da eigentlich beim Fluxkompensator? Man fährt zurück. Oder transferieren, transportieren. Man transferiert. Heute transpirieren wir auch, aber wir transportieren uns in die Zukunft. Markus, du besuchst uns in der Zukunft 2030. Wie sieht's aus? 2030, genau.
Ich würde vielleicht mal ein Stück weggehen von der Technologie. Wir haben jetzt sehr, sehr viel von der Technologie, von Software, Möglichkeiten, IIoT gesprochen. Ich würde mir wünschen, dass wir in 2030 glücklicher sind, dass wir alle mitgenommen haben auf diese Transformation. Ich glaube, wir tendieren momentan sehr stark dazu, uns treiben zu lassen von der Technologie und vergessen an der einen oder anderen Stelle die Menschen. Weil die Transformation am Ende des Tages, die machen wir auch für uns. Die machen wir für uns, damit wir besser leben können, damit die Generationen nach uns besser leben können. Und ich glaube, das verlieren wir manchmal aus den Augen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir die Menschen mitgenommen haben in 2030, um dann von 2030 noch positiver in die Zukunft denken zu können. Glücklich machen würde mich, wenn es, ja. Bin ich ganz bei dir. Glücklich machen würde es mich trotzdem, wenn es einen Aufräumen und nicht nur einen Saug- und Wischroboter, den ich sehr lieb habe, aber das wäre genial. Aber ich glaube, das ist machbar. Das ist machbar, das finde ich gut. Finde ich ein ganz wichtiges Thema. Bei Digitalisierung hat man auch das Gefühl, es ist wie wenn man darüber redet, dass man Sport machen muss. Es macht keinen Sinn. Niemand macht Sport oder wenige, um Sport zu machen, sondern man macht ja Sport, um etwas zu tun, um gesünder zu leben, um weniger Rückenprobleme zu haben. Und ich glaube, dieses, wozu macht man es? Ja gut, Jörg, du nicht. Ja, gut, nee, aber wenn nee, man... Wenn man Sport macht, dann macht man es ja aus einem bestimmten Grund raus, um vielleicht diesen Gedanken bei der Digitalisierung mitzunehmen. Vielen Dank für den Input. Thomas, 2030. Ja, das meiste wurde gesagt, nachhaltiger agieren, das Thema Menschen mitnehmen, Digitalisierung nicht zum Selbstzweck entschleunigen. Das würde ich mir wünschen und dass wir vor allem auch unser aktuell mit größtes Problem gelöst bekommen. Dass wir unsere Nachwuchsprobleme aufgelöst bekommen, dass wir Digitalisierung im Alltag besser nutzen können und das Ganze uns hoffentlich das Leben auch einfacher macht und wir nicht so getrieben sind, wie wir es heute sind. Ich bin mir sicher, wenn hier gerade Leute sitzen, die nach einem coolen Job suchen und hier gerade nicht schon in einer Firma drin sind, da habt ihr heute auf jeden Fall einen guten Job gemacht, eine gute Werbung für euch. Henry, du hast das Abschlusswort. 2030, wie schaut's aus? Also Intermodalität ist dann da. Genau, also was ich mir wünschen würde, ist für meine Tochter irgendwie, dass sie 2030 in Berlin lebt, was deutlich lebenswerter ist als heute. Ja, und das wäre für mich Intermodalität, aber es wäre vor allem auch vielleicht einfach gesprochen mehr Parks statt Parkplätze. Ja, und ich glaube, wenn wir das wirklich erreichen wollen, dann müssen wir langsam mal den Linksblinker setzen und wieder auf die Überholspur gehen. Das war ein super Wort zum Schluss von euch allen. Ich sage schon mal vielen Dank. Ich sage natürlich auch hier vielen Dank, dass ihr alle da wart und zugehört habt. Wer jetzt aufgepasst hat und auch natürlich Sie zu Hause oder ihr zu Hause, wer aufgepasst hat am Anfang, es gibt ja jetzt immer noch am Ende diesen berühmten QR-Code, wo man die Token sammeln kann. Die blenden wir jetzt auch gleich noch hier ein. Also unbedingt gleich noch kurz da bleiben, den Token einsammeln für euer spannendes NFT. Und ich sage vielen Dank. Der Platz am Tisch, hast du gerade gesagt, den hattet ihr zwar jetzt hier nicht, aber zumindest in der Runde sehr verdient. Sehr viele tolle Informationen und tolle Insights. Vielen Dank für die Runde und ein großer Applaus. Hier geht's gleich weiter. Danke.